Herzlich willkommen zu einer neuen Delidax US Morning Ausgabe am heutigen Donnerstag, dem 2. Februar 2023. Ja, gestern Abend war Showtime und ich betonte bereits, dass sich damit endlich die langweilige Seitwärtsbewegung der vergangenen Börsenwoche oder rund 7 Handelstage auflösen dürfte. Und so kam es dann auch. Die Fed hat zwar in Summe, wie erwartet, ihren Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, aber hat natürlich auch, was das geldmarktpolitische Statement angegangen ist, einen guten Job gemacht und somit die Märkte sehr gut beflügelt. Insbesondere der Technologiesektor konnte dabei stark zulegen, denn wir sehen, wenn wir uns das Ganze anschauen, der Dow Jones ist gestern mehr oder weniger ein Nullsummenspiel, aber hatte damit eben zumindest es geschafft, seine Kursverluste wettzumachen. Aber wir sehen beim Dow Jones Index noch immer keine charttechnische Entscheidung. Heißt, wir bleiben in der breiten Seitwärtsbewegung. Aber das war ja auch etwas, was ich im Vorfeld bereits erwartet hatte, wo ich sagte, ich sehe eher nämlich im Tech-Bereich eine Chance auf einen Ausbruch. Und der ist dann auch gestern gekommen mit einem Kursplus von 2,16%. Somit sehen wir, dass zwar hier ein relativ stark überkaufter Marktbereich angestaut nun ist, aber rein charttechnisch betrachtet oberhalb von 12.160 Punkten ist, wie man doch so schön sprichwörtlich sagt, die Wiese erst einmal grün und damit erst einmal auch alles in den Händen der Bullen. Dann auch der Blick auf die Aktie des Tages. Und ja, sehen Sie, ich hatte Meta Platforms schon vor geraumer Zeit als einer meiner Top-Tipps hier in John Gossens Daily DAX mit auf den Weg gegeben. Und ich betonte mal wieder, ich stelle mich auf die Long-Seite in John Gossens Daily DAX erst, wenn der Abwärtstrend durchbrochen wird, dann hat er ein Kursziel ausgegeben von bis zu $175. Das kann man transparent nachverfolgen und wurde von mir mehrfach bestätigt, auch seitens der Charttechnik. Und wir sahen ja eben auch in den vergangenen Börsenwochen durchweg positive Kurse. Also es sprach auch gar nichts dagegen, dass die Rallye weitergeht. Und dann kamen eben jetzt noch gestern Abend nachbörslich die Zahlen von Meta Platforms und die konnten sich mehr als sehen lassen. Und die Aktie schoss über 20% nach oben und dürfte alle Male damit heute mein Kursziel von rund $175 erreichen. Und damit sind hier eine Trading-Chance von mehr als 30%, weit mehr als 30% zustande gekommen. Also auch hier lohnt es sich immer wieder mit am Ball zu bleiben. Doch auch hier sage ich gleich vorweg, nach dem heutigen Kursanstieg könnte es eben auch gut sein, dass die Aktie von Meta Platforms dann erstmal zu einer kleinen Abkühlung tendiert. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.